Mittelmeer gerettet, ganz genau, wo sie am Ende ankommen, in Deutschland. Jetzt ist das natürlich so, jetzt wird den ganzen Tag immer auf die Tränendrüse gekriegt, ne? Die armen Leute, und die haben ja, und die Flüchtlinge, und die haben ja Fürchterliches erlebt, ne? Und die Kinder und die Frauen. Ich sehe mir die Bilder an von den Schiffen, und was sitzt in diesen Schiffen drinne? Junge, kräftige Männer von 20 bis 40. Was läuft in den Asylantenheimen rum? Junge Männer von 20 bis 40. Das sind Leute, die in gar keinem Fall das Recht haben, aus ihrem Land zu fliehen, egal was dort passiert. Jeder Bürger eines Staates hat, egal was für Verhältnisse dort sind, hat die Pflicht, in seinem Land zu bleiben und für die Freiheit seines Volkes zu kämpfen. Und wenn gerade diejenigen, die dafür prädestiniert wären, bei uns als Flüchtlinge ankommen, dann stimmt irgendwie mit dem ganzen System was nicht. Es gab mal in Nordafrika einen sehr stabilen Staat. Das war Libyen. Das war der reichste Staat Afrikas. Die hatten ein kostenloses Gesundheitssystem, die hatten ein kostenloses Bildungssystem, die hatten eine funktionierende Wirtschaft. Die haben zu DDR-Zeiten, das weiß ich noch ganz genau, haben die aus Libyen Männer zwischen 20 und 40 in die DDR geschickt. Die wurden hier ausgebildet und danach sind die direkt wieder zurückgefahren. Da gab es überhaupt keine Zeit, dass die hier geblieben sind. Von Integration hätte da niemand gesprochen. So, heute ist das natürlich anders. Dieser äußerst beliebte Diktator dieses Landes, der dafür Ordnung gesorgt hat, Muammar Gaddafi, ist mittlerweile bestialisch ermordet worden durch eine sogenannte Revolution, die von internationalen Finanzkreisen angeheizt und finanziert worden ist. Waren sehr viele Mitglieder einer kleinen Religionsgemeinschaft dabei. Das liegt alles von Tripolis aus. So, und die Leute haben dafür gesorgt, dass dieses Land heute in Schutt und Asche liegt. Und seitdem sind die Häfen dort offen, seitdem wird dort eingeschifft. Und ein verbrecherisches Schleppersystem von Europa aus unterstützt, dass die Leute, die sehr viel Geld dafür bezahlen, jetzt in unser Land bringt. Warum ist das so? Warum über ein Schleppersystem eine Einreise? Es wäre absolut möglich, den Schleppern innerhalb von einer Woche komplettes Handwerk zu legen, indem er einfach keine illegale Einreise in Europa mehr zulässt. Aus wär's. Fertig. Keiner würde mehr hingehen, weil alle genau wissen, das Geld ist in den Wind geschossen. Wenn die Schiffe einfach wieder zurückgeschickt würden, dann gäbe es keine Möglichkeiten. Wär's aus. Die 17.000 Toten, die am Boden des Mittelmeeres liegen, die hat niemand anders zu verantworten als die in Europa und in unserem Land tätige Asyllobby, die davon lebt, dass diese Leute hier reinkommen. So, es ist weiterhin so. Kommunen haben kein Geld für Kindergärten. Überall werden Sozialleistungen gestrichen. Aber die haben Geld für Asylbewerberheime. Warum? Weil es nicht ihr Geld ist. Ganz einfach. Weil das Geld für die Asylbewerberheime, das kommt vom Bund, das müssen die Kommunen nicht selber bezahlen, sondern im Gegenteil, die Kommunen werden dafür bezahlt, wenn sie Asylbewerberheime aufmachen und Asylbewerber annehmen, und das nicht zu knapp. Und so hat man das von Anfang an eingerichtet, dass es also auf kommunaler Ebene keinen Widerstand gegen die weitere Überfremdung Deutschlands geben wird. Das ist ganz klar. Jetzt haben sich komplett einen eigenen Wirtschaftszweig errichtet, der nur davon lebt, diese Leute hier unterzubringen. Und man muss sich immer fragen, warum ist das so? Wer macht denn diesen Unfug? Das macht alles die Europäische Union, in ihrem Zeichen die Europäische Kommission. Das sind die Leute, die für dieses Verbrechen verantwortlich sind. Und wem dienen diese Leute? In wessen Auftrag tun sie das? Wer hat sie denn ausgebildet, dass sie das tun? Wo kommen denn die her? Das, liebe Freunde, das ist unser geliebtes nordatlantisches Bündnis. Da gibt es nämlich Leute über den großen Teich, an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Die haben schon vor vielen Jahren ganz genau festgelegt, was sie in Europa wollen, nämlich eine Zerstörung der Nationen, eine Zerstörung der Völker und ein Niederreißen der Grenzen und eine komplette Überfremdung Europas. Warum wiederum? Weil sie wissen, dass homogene Völker, Volksgemeinschaften in der Lage sind, sich selber zu organisieren. Das deutsche Volk spricht eine gemeinsame Sprache, es hat gemeinsame Interessen, gemeinsame Werte, eine gemeinsame Kultur und deswegen kann es sich selber organisieren. Macht aber nicht so ein Krawall an der Seite. Wenn der Nachbar den Nachbar versteht, mit dem reden kann, dann kann man sich ganz schnell als Volksgemeinschaft auch in Krisenzeiten, auch in schweren Zeiten selber organisieren. Aber wenn der eine Nachbar Swahili spricht und der andere spricht Mohammedanisch oder sonst irgendwas,
dann ist es eben nicht mehr möglich. Dann hat man eine sogenannte automatisierte Gesellschaft. Und diese automatisierte Gesellschaft, die kann dann natürlich nur noch durch eine Weltdiktatur regiert werden. Und das ist genau das, worauf diese Leute hinarbeiten. Darum geht's. Es geht ihnen also nicht um Flüchtlinge. Es geht ihnen nicht darum, Menschen in Not zu helfen. Die Not auf der Welt, die da besteht, die haben genau diese Leute, die uns die Überfremdung reindrücken, selber angezettelt. Da haben die richtig viel Geld für ausgegeben, dass das klappt. Sie haben Syrien kaputt gemacht, sie haben Libyen kaputt gemacht. Sie heizen die ganze Zeit im Nahen Osten an, was sie können, um einfach überall Systeme zu destabilisieren, damit ihr eigenes destabilisiertes System gegenüber den anderen immer noch seine Vormachtstellung behalten kann. Darum geht es und nichts anderes. Und das haben wir begriffen, das haben wir erkannt und deswegen stehen wir heute hier und demonstrieren gegen die Überfremdung unseres Landes. Wir wollen keine Asylanten aufnehmen, wir wollen keine Flüchtlinge in Deutschland und wir brauchen auch keine ausländischen Facharbeiter. Die Facharbeiternummer, die ist ja nur wirklich das Allergrößte. Da gab es mal unter Herrn Schröder, gab es da mal so ein Konzept, das war die Blue Card. Das sollte ausländischen Fachkräften eine Einreisegenehmigung in Deutschland ohne Probleme erteilt werden, um die hierher zu kriegen. Der Anteil derer, die sich auf diese Blue Card gemeldet hat, ist sowas von verschwindend gering. Kein Schwein weltweit, was gut ausgebildet ist, will nach Deutschland kommen. Warum? Weil die Löhne, die Einkommen in Deutschland schon lange nicht mehr das sind, was sie mal waren. Das ist für Fachkräfte überhaupt nicht mehr interessant. Für die einzigen, für die Deutschland interessant ist, das sind die, die hier mit einem Sozialsystem, einem verschwenderischen Sozialsystem direkt angeworben werden. Wir waren am letzten Wochenende in Römhild. Römhild kriegt jetzt 59 Asylbewerber. Wo kommen die her? Aus dem Kosovo. Ich fass es nicht. Kosovo ist doch gar kein Land, wo Krieg ist. Das kann doch nicht wahr sein. Ins Kosovo haben wir unter Schröder noch Truppen geschickt, um dort Ordnung zu schaffen. Da ist Serbien bombardiert worden. Die einzige Vormachtstellung, die in der Lage war, dieses Land zu ordnen. Heute ist das ein Verbrecher-Mafia-Staat und ist unter Kontrolle der EU und der NATO. Wie kann es denn sein, dass aus dem Kosovo Asylbewerber nach Deutschland kommen? Die Anerkennungsquote für Asyl in Kosovo